Hallo, ja, warum sind wir jetzt nochmal ganz hier zurückgegangen? Ich wollte doch die Hauptquest weitermachen, die werde ich auch gleich weitermachen. Ich wollte nur eine Sache kurz machen. Hühner werfen, nee, die Hühner lasse ich jetzt in Ruhe. Ich will wenigstens bei der Akropolis das schon alles erledigen, was es zu erledigen gibt. Und wir können hier nicht hoch, doof. Da gibt es halt noch ein Münzversteck. Vielleicht hängt ja auch irgendwo noch so ein Funkgerät herum. Weil das würde ich eigentlich gerne noch kaputt machen. Ehrlich gesagt, damit wir diese Herausforderung auch abgeschlossen haben, bevor wir uns dann trauen, woanders hinzugehen. Lustig, ich glaube, ich bin hier rübergelaufen, aber habe es scheinbar übersehen. So, Münzversteck haben wir gefunden, oder was auch immer. Oder wie man auch immer das nennt, sagen wir es mal so. So, dann gibt es hier eigentlich auch nichts mehr, ne? Das ist das Einzige, was es hier noch gibt, sind Dokumente, wo ich nicht weiß, wo die sind. Und Überlebendenversteck und ein Münzversteck. Kann natürlich sein, dass es die noch später kommen oder so, weiß ich nicht, aber Priorität liegt jetzt daran, dieses Telefon noch zu finden, aber dazu blende ich euch wieder aus und vielleicht finden wir es, vielleicht nicht. Ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder bei der Main Story. Bis gleich. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da ist ja schon das Telefon. Ja, von wegen bis gleich. Wusste ich doch, dass es hier ist. Ah ja, abgeschnitten. Sehr schön, wir haben es geschafft. Jetzt klauen wir uns noch ein bisschen Öl und dann geht es schnell zu unserem eigentlichen Hauptziel. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich gleich wieder beim Lager bin. Ich überspringe mal diesen Laufweg für euch. Ja. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe nichts auf dem Weg gefunden, leider. Ich dachte, da käme was, aber da ist nichts gekommen, was aber jetzt auch nicht so schlimm ist. Ah, okay, mit R1 können wir den Granaten. Wow, okay, hallo. He's dead. Grenade out. Light her up. Just you and me. Mann. Komm her. Alles gut. Das normalisiert sich wieder. Ich weiß, wir können auch so Lappen benutzen, aber. So. Alter. Okay, wir benutzen mal einen Lappen. Also den Typen habe ich halt auch nicht erwartet gerade. Das nennt sich Granate. Aber okay. Was war das? Ja, Moment. Die haben wir doch noch. It has been nearly a decade since Kitesh was lost to us. In the first years, I thought we would not survive. We are the remnant of a once great people, but we did survive. The struggle became second nature, and then a way of life. Our numbers no longer dwindle. We may never be great again, but we will live. This winter and the next. I know this in my heart, for God has given us a sign. Last night, a wild man wandered into our camp, emaciated and raving with fever. We gave him food, cut his tangled beard, and cleaned his wounds. The others do not recognize him yet. It has been too long. But I know him. The prophet. The prophet has returned to us. Nach vielen Jahren hatten sich die Verbliebenen des Volkes des Propheten den Lebensverhältnissen im Tal angepasst. Ich finde das interessant, weil das stimmt ja auch. Denen ging es gut, dann große Katastrophe und dann musste sich ihre Zahl erst verringern, dass sie auf irgendeinen Stand kamen, wo sie wieder überleben konnten. Also das sieht man aber auch an ganz vielen, ja das ist relativ normal, weil einfach die Gegebenheiten nicht da sind, um so viele durchzubringen und deswegen reduziert sich dann einfach die Bevölkerung. Macht Sinn, aber ob das wirklich der Prophet ist oder nicht, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Aber
Wer weiß. So, wir gehen hier weiter. Den Typen haben wir schön zerlegt. So, wir sammeln wieder unsere Schräubchen und Munition und Pfeile, die wir nicht aufsammeln können. Unglücklicher. Nein, da will ich gar nicht hin. So. Okay, da können wir durchklettern. Das schreit nach Kampf. This is Team 5. We're heading into the catacombs. Need some backup here. Got it. On our way. Why don't we just drop in some grenades and be done with it? No, the Atlas could be down there. He's right. We can't risk it. But they won't give up without a fight. All right, let's get this hatch open. We'll go in when our backup arrives. Contact! Aua. Okay. Okay, okay, okay. Wow, ich weiß nicht, wer mich da gerade erwischt hat. Sorry, wenn ich ein bisschen stumm werde. Okay. Oh, verdammt. Sorry. Eine helfende Hand? Ich weiß gar nicht, was das... Ah, wahrscheinlich, weil wir das geschafft haben, die zu verteidigen, nehme ich mal an. Jacob. They're gone. I fear this battle is far from over. Ja, bestimmt. Will you tell me more about this place? You've earned that much. Come with me. Ist auch vernünftiger, wenn er ihr einfach mehr erzählt. Vielleicht will sie dann das gar nicht mehr. Wenn sie die Wahrheit weiß, muss sie es vielleicht auch gar nicht selber sehen. Aber mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Es wird einfach ein bisschen kalt, wenn man auch zusieht, ne? So ein bisschen, ne? Krasses Geothermales Tal. Our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built a test to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. Außerirdischen Artefakt. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. But others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. Wie viele Hubschrauber haben die denn überhaupt? They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do.
This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. Stimmt auch nicht ganz. I'm gonna find it. With or without you. Ihr Vater ist nicht dafür gestorben, er wurde dafür getötet. Er macht einen Unterschied. Ich bezweifle nämlich wirklich, dass er sich selbst umgebracht hat, sondern umgebracht wurde. Sophia, let me go. I have to do what I can. You spilled blood for us. I want to help. You know where the Atlas is? The cathedral. In the archives below. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. Ooh. The deathless ones. They will kill any who trespass. My father believes they will stop Trinity. You can't take that chance. I know. Here. Take this. It will help you reach the cathedral. Der Drahtpfeil, Seil. Oder was auch immer. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das schon mal hatten oder nicht. Zurück in den Wald. Finden Sie einen sicheren Weg zurück zum verbliebenen Dorf. Muss ich da jetzt hin? Ich tauch mal ein bisschen. Wo bin ich denn? Wir sind noch in der Akropolis. Ja, super. Ich durfte ja das Dokument gar nicht nehmen. Ich muss dann ja eh nochmal hier zurück. Naja, egal. Wir gehen erstmal und schauen, was wir hier so finden können. Na okay, da sollten wir auf jeden Fall nicht runter. Wie war das mit Viereck? Schick. So. Hakenaxt. Drücken Sie in der Luftjack, um den die Hakenaxt einzusetzen. Das ist eine Hakenaxt. Bevor wir das machen, holen wir uns aber auch noch diesen verstaubten Rucksack hier. Das scheint ein Brief drin zu sein. Geheimnisse aktualisiert. Ja. Toll. Voll die Geheimnisse. Obwohl, doch, da sind zwei Sachen. Müssen wir schon wieder zurückgehen. Egal. Ich will mal wissen, was die mit Hakenachsen meinen. In der Luft. Cool. Das macht Spaß. Yeah. Das haben wir also bekommen. Ich dachte, das wäre was anderes. Aber egal. Das funktioniert auch supi. Freut mich, dass wir das Ding haben. Wir begeben uns jetzt halt zurück. Warum können wir hier hin? Irgendwie wirkt es so, als ob hier was wäre, aber hier ist nichts. Das ist komisch. Eine Kante greifen, werfen Sie Ihre Hakenaxt im Sprung, um weit entfernte Kanten zu erreichen. Die haben ja Vorstellungen hier. Cool. Ich mag die Hakenaxt jetzt schon. The bones of the earth itself offer up their wealth, and we have learned to survive and subsist. Oil bubbles up from below. It can be gathered in the deep places, caves, dens, and our ancestors' tombs, and it will burn with little effort. In times of war, we coat our arrows to make them burn. Deeper still, you can find metal in shining veins that can be mined for their ore. We use that metal to forge simple tools. But someday, we will need that metal to repair the Soviet weapons. Living in harmony with the land rarely means living in harmony with our fellow man. Obwohl sie mit der Welt im Gleichgewicht waren, waren sie immer auf einem Krieg vorbereitet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die meinen damit, dass sie für die Sowjets die Waffen repariert haben oder ob sie tatsächlich die Waffen, die sie von ihnen erbeutet haben, repariert haben. Aber wahrscheinlich letzteres eher. Das macht zumindest mehr Sinn. Okay, es wird das jetzt eine Combo. Zweimal. Hä, was war das denn? Das war ein bisschen komisch gerade.
Weil auf einmal waren wir oben und dann waren wir doch nicht oben. So, cool. Ich habe gerade keine Ahnung, warum ich zurück hier gehe. Ich dachte, hier gäbe es irgendwas Schönes, aber scheinbar gar nicht. Egal. Hui! Ja. Die Hakenaxt kann sich in Felswände verhaken. Okay, cool. Ja, das ist doch schön. Das macht doch wesentlich mehr Spaß. Aber es ist auch krass, dass die mit so einer Wucht da reingeworfen wird in so eine Wand. Dass uns da überhaupt nichts passiert. Lara, if you're headed to the cathedral, Trinity will be everywhere. I know, but I have no choice. Okay, erstmal Kiste plündern, die sind jetzt hier überall scheinbar. Was haben wir hier Schönes? Schwere Pistole. Cool, cool, cool. So much violence and death. Jacob's people have been through so much, yet they continue to fight. They are bound by an oath taken by their ancestors, a duty handed down from the past. But I see a people who simply want to live in peace. I believe it's time for them to let go of the past. If I can find the Atlas, it might lead to the divine source. I could take it away from here. They wouldn't have to suffer anymore. They could share the burden of the truth with the world. But if all this leads to nothing, I don't know what I'll do. Tja, das werden wir herausfinden, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Was können wir hier noch machen? Modifizierte Auswerfer. Machen wir mal hier. Zack, sieht schöner aus. Der reibungslose Hülsenauswurf reduziert den Stau für ein schnelleres Nachladen. Haben wir gemacht und das war's auch schon. Was wollte ich denn gerade jetzt noch sagen? Ich wollte sagen, dass ich mir jetzt nicht sicher bin. Wir suchen jetzt den Atlas und nach dem Atlas können wir direkt dann die heilige Quelle finden. Oder, weil es gibt im Spiel, gibt es immer, es war schon immer so und es wird immer so sein, einen gewissen Punkt, wo auf No Return, bis zu dem wir spielen können und dann noch überall wieder zurückkommen können. Ich frage mich nur gerade, wo der ist. Und ob wir den schon erreicht, ob wir den dann erreichen, wenn wir den Atlas finden oder nicht, weiß ich nicht. Das ist halt das, was ich mich gerade frage. We have a true test now, young ones. The valley is balance. When one thing slides, it affects all others. The fire two harvests ago led to an unusual bloom of berries. That led to more deer. And now, we've got too many damned wolves. They're not good eating, but to keep the valley in harmony, we're tracking wolves tonight. They come out after dark and roam the whole valley, but we're going to track them to their dens in caves and other underground places. Stay close together. When you hunt wolves, the wolves are just as likely to hunt you. Sie jagen als Gruppe wie Wölfe in einem Rudel. Wobei Wölfe das nur machen, also auf Menschen weiß ich nicht, losgehen, wenn sie auch krassen Hunger haben. Oder zumindest in Siedlungen gehen. Normalerweise jagen die dann wirklich für sich und so weiter. Also Wölfe würden nicht so wahnsinnig sein und einfach Leute mit Knarren angreifen. Es sei denn, sie haben wirklich entsetzlich großen Hunger. So. So viel dazu. Hui! Das dirigiert uns quasi, wo wir lang gehen sollen. Was war das? Ist irgendwas runtergefallen oder was? Wo ist denn hier eine Metallbarriere? Hallo? Metallbarriere? Ah, hier ist einer. Wir machen das am besten, ohne mich dabei selbst zu verstümmeln. So wahrscheinlich. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut.
Aber gar nicht laut. So, aufgebrochen. Und was haben wir? Ah, Kippenlaufflinte. Kipplaufflinte, Entschuldigung. Nicht kippen. Kipp. Sehr schön. Sehr schön. Zahnräder, nee. Muttern sind das. Muttern. Muttern können wir immer gut gebrauchen. I can no longer deny the pull that Alia has on me. She came to me, alone, as I walked the passes high above the valley. I know now that the draw was mutual. I explained to her why I could not, should not. Why my position amongst our people should preclude such folly. Why I could never make her happy. But it didn't matter what I said. As my mouth spoke, my arms reached out to enfold her, and we embraced. It has been so long, and I am still human. Das sind sehr persönliche Aufzeichnungen Jacobs. Ich weiß nicht, ob ich sie lesen sollte, aber scheinbar, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Es hat sich ein paar Sachen deuten ja darauf hin, ob vielleicht Jacob einfach der Prophet ist, ne? Kann ja gut sein. Und wir haben auch, glaube ich, die Maximalstufe erreicht. Wir können nicht besser Griechisch lernen. Wir haben alles. Okay, das scheint kein Bösewicht zu sein. Aber wir werden auch trotzdem oben lang gehen. Das mal.